Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Hoppitz und ich begrüße dich hier zu meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Und in unserer 42. Lektion wollen wir uns mit den sogenannten Postformularen beschäftigen. Was sind überhaupt Formulare? Das ist hier auf dieser Webseite, die ich hier auf der linken Seite mit diesem Listing hier erzeuge, ein typisches Formular. Man kann Daten eingeben, man kann Texte eingeben, man kann die dann absenden mit OK. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze geht. Ich habe hier ein HTML5 Grundgerüst, das hier von der Zeile 1 bis zur Zeile 32 reicht. Und innerhalb des Bodytags, hier hört er auf und hier fängt er an, habe ich mir entsprechenden Code eingefügt mit einer Reihe von Kommentaren, damit du das nochmal genau nachlesen kannst. Und wir fangen jetzt wahrscheinlich hier herunten am besten an, wo das eigentliche Formular festgelegt wird. Hier haben wir die HTML-Kommentare immer. Und ein Formular reicht eigentlich immer aufgrund dieses Form-Tags, fängt es hier an und hier wird es dann geschlossen, in dem Fall von Zeile 22 bis 30. Und hier im Formularkopf wird festgelegt, an welche Seite, welche Webseite diese Daten dann übergeben werden. Das heißt, wenn ich hier auf OK klicke, werden diese Daten, die ich hier eingebe, dann an eine andere Seite übergeben und dort weiterverarbeitet. Als Methode wähle ich hier die Postmethode. Es gibt hier Post- und Get-Methoden. Ich habe hier darum ein bisschen mehr dazu geschrieben. Mit Post hat man den Vorteil, wenn man die Übertragungsart Post wählt, dass man beinahe beliebig lange Inhalte übertragen kann. Das heißt, hier kann man sehr viel eintragen, was bei Get nicht geht. Und ein weiterer Vorteil bei Post ist, dass es nicht an die URL angehängt wird. Das heißt, wenn ich bei Get ein Formular absende, dann würde hier dann ein Fragezeichen und die ganzen Inhalte, die ich in dem Formular übergebe, dann mit übergeben werden. Das ist natürlich dann nicht allzu praktisch, wenn man das ein Außenstehender ist, dann, wenn er es geschickt weiß, kann er das dann ausnutzen, kann hier dann Werte seiner Wahl dann vielleicht mit übergeben, ohne dass es dir zum Beispiel auffällt. Deswegen würde ich hier die Post-Variante in der Regel wählen. Ich habe sie also hier festgelegt. Und dann habe ich hier herunten dann die Elemente meines Formulars. Input Type. Wir haben schon einmal Type Button kennengelernt. Und hier haben wir eine Textvariante. Das heißt, ich mit Angabe von Text weiß dann das Formular, dass ich einen Text eingeben möchte und blende dann hier seine Textzeile ein. Dann habe ich hier das in den zweiten ebenfalls gemacht. Unterscheiden sich hier diese Formularelemente hier durch den Namen. Und den Namen brauchen wir dann später, weil wir es hier nämlich dann auswerten werden. Werde ich gleich darauf besprechen. Abgeschickt werden können Sie mit einem Input Type Submit. Value OK steht dann hier für die Beschriftung dieses Buttons. Also wenn ich hierher klicke, wird das Ganze abgeschickt, die Werte werden übergeben. In dem Fall wird genau dieselbe Seite wieder hier aufgerufen, wie hier, also genau dieses Listing. Deswegen habe ich hier gleich die Auswertung vorgenommen. Mit ISSET haben wir schon besprochen, kann man festlegen, ob eine Variable überhaupt Werte hat. Und die Variable, die wir hier brauchen, ist die $-post. Das sind die Werte, die mit dem Formular, mit der Methode Post übergeben wurden. Und die sind genau hier jener Name, der auch hier festgelegt wurde. Name und hier Adresse. Das heißt, wenn ich die Werte dann mir anschauen möchte, die ich übergeben bekommen habe von einer anderen Seite, muss ich genau hier diese richtige Formulierung wählen. Das ist eben bei der Postübertragung $-post. Und genau jener Name, der auch hier dann diesen Input-Type dann zugeordnet wurde. Das kann ich hier dann recht schön ausgeben. Dein Name lautet, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eingeben würde, mein Name lautet Markus. Dann da hier unten, ja, Katzdorf zum Beispiel die Adresse. Dann wird das dann hier eben ausgegeben, wie es dann hier auch steht. Scheint am Anfang etwas umfangreicher zu sein, aber wenn man das einmal beherrscht und dann hier diese Formulierungen hier gut drauf hat mit ISSET und Post und so weiter arbeiten kann, hier weiß, wie man die entsprechenden Formularfilter erzeugen kann, kann man wirklich mächtige, tolle Seiten basteln. Hier wieder der Hinweis von mir, bitte diese Aufgabenstellen durcharbeiten, damit du auch dir ganz sicher sein kannst, dass du das auch wirklich beherrschst. Und natürlich von meiner Seite danke fürs Zuhören, Zuschauen, danke.